Nichts? Wir müssen selber rausfinden, wo wir die Katze befragen müssen. Oder was? Oder wir müssen die ganze Zeit auf die Katze schauen. Mama, ja, Mama. Aber nee, also wir müssen sie ja, also... Moment, ich versuch's. Du kannst ja die Lupe auf die Katze drüben packen, oder? Nee, aber wenn ich das mache, dann kann ich ja nicht weiterklicken, sondern nur befragen. Ach so. Ja, dann versuchen wir es mal hier, Sekunde. Dürfte ich euch eine Frage stellen, Frau Nora? Was will der von mir? Frau Nora! Was im Namen dieser Stadt tut ihr da, Verteidiger? Hä? Ich habe nur... Nora ist Sophies Freundin, also habe ich mich gefragt, ob sie nicht auch etwas beizutragen hat. Was für ein blödsinniger Gedanke. Ob dieser kleine flauschige Zeuge zur Aussage beitragen kann oder nicht, wirkt schon auf den ersten Blick sehr offensichtlich. Ist das so? Eine Katze zu fragen zu wollen, war wohl nicht die beste Idee. Wo ist Luke, wenn man ihn braucht? Wollt ihr etwas hinzufügen, Großinquisitorin Gloria? Ich habe mich lediglich an ein Mädchen erinnert, das ich als kleines... Mädchen hörte. Ein Mädchen über Arcana. Drüber. Ja, sie wohnte im Stock über ihr. Ja. Die große Hexe. Das war, genau, das Mädchen war die Serena. Kleine Hexe Serena. Die große Hexe wird stets von einer schwarzen Katze begleitet. Oder so ähnlich. Es scheint in diesem Mädchen steckte für wahr ein Fünkchen Wahrheit. Ja, ein Papagei kann man auch als Zeugen nehmen. Es stimmt, Nora folgt mir immer. Die hat schon wieder ihre blauen Augen. Hat die Schminke benutzt? Genau, die ändert das immer so. Indem sie sich Kontaktlinsen einsetzt. Das sind wir wieder bei unserem Schmink-Intro-Gag, den wir ursprünglich geplant hatten für heute. Wir wollten uns live hier erst noch schminken, bevor wir loslegen. Genau, aber das dann habe ich gesagt, das ist unvernünftig, aber ja, irgendwann machen wir das. Genau. Immer? Gut, dass du die Schuld auf dich nimmst. Oh, Nick, das bedeutet... Sie waren auch während der Tat zusammen. Jetzt, wo Maya es sagt. Das hatten wir doch alles schon. Nee, das nicht. Inhaltlich. Ja, glaube ich, dass ich damals tatsächlich eine schwarze Katze auf dem Glockenturm gesehen habe. Mit einem offensichtlich sehr heißen Schwanz. Na, er hat gebrannt. Ach so, ja. Nee, war das nicht ihr Finger? Ja, und ihr Schwanz auch von der Katze. Und achso, das Halsband. Oh, den Schwanz der Katze habe ich leider nicht so angeguckt, weil ich gucke nicht fremden Tieren auf die Schwänze. Ah, Flamiau. Stimmt. Nee, Glumandiau. Gluflamia. Gluflamiandiau. Mandodiau? Mandodiau. Exidos Beauty Palace, na eben, wo ist der denn eigentlich? Oder die oder das? Den Channel gibt's wirklich! Also zumindest den Namen von jemandem. Ja, eben. Ich hab da auch gehen wir immer zum Wellness hin. Genau. Ja. So. Ach ja, Nora war mit mir auf dem Glockenturm. Das fällt mir jetzt erst wieder ein, wo sie das sagen. Euer Ehren. Ja, Verteidiger. Ich möchte damit darauf plädieren, dass meine Mandantin schuldig ist, weil sie die Hexe Arcana ist und eine Katze hat. Ja, eben, Nora war nicht mit ihr in London. Oder vielleicht hat sie sich irgendwo versteckt. Wer weiß. Die Verteidigung beantragte, dass die Äußerungen Sophies der Aussage hinzugefügt werden. Oh. Und die Katze der Gerichtsakte. Genau. Zu den Robben. Robben sind nicht mehr da. Woran könnte das liegen? Sind schon den Magen hinzugefügt. Nun gut, eurer Bitte wird stattgegeben. Zeugin, fügt eure Äußerung bezüglich eurer Katze der Aussage hinzu.
Sehr wohl, hohes Gericht. Meine Katze Nora folgte mir wie üblich. Und dann... Ah, da wirklich eine Katze! Moment mal! Also die Katze Nora, sie folgt euch immer und überall hin? Jetzt könnte es eventuell passieren, dass man Nora wieder anschauen muss. Aber ich würde es erstmal durchlaufen lassen und nicht gleich wieder auf Nora gehen. Nicht unbedingt immer. Aber wenn ich traurig bin oder sehr glücklich bin oder irgendwas dazwischen. Und wenn ich atme und wenn ich was esse und wenn ich schlafe. Ach so, ja, das ist ja doch irgendwie immer. Oder wenn etwas Außergewöhnliches geschieht, dann ist sie immer, 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 immer bei mir. Auf aber ewig. Ansonsten nicht. Genau. Auf ewig, auf ewig, auf ewig. Oder wenn mir mein Fuß wehtut. Ah, das ist schön. Ich kann hier gerade aus dem Livestream-Chat Witze klauen. Das Schöne ist, man wird das später in der Aufnahme nicht mehr nachvollziehen können und wir alle richtig, denken, das ist, ich krieg die volle Credibility dafür. Also, wir sind unfassbar humorvoll und so witzig. Ja, auf jeden Fall. Ich, auch, ich muss auch jedes Mal selbst über uns lachen. Okay, oh. Meistens weinen. Wenn ich lache, wenn ich weine. Mann! Und du hast auch immer eine Katze bei dir. Ja, gerade nicht. Der sitzt auf dem Fensterbrett und ist erschrocken, weil drunten Kinder rumrennen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich sind sie? Ich glaube, ich nehme die 7. Ich glaube, ich esse meine Skala gleich auf. Komm. Genau, okay, weiter hier, weil... Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter, Mann. Ich weiß ja nicht mehr, seit wann. Achso, ich bin jetzt versehentlich darauf gegangen, auf die Katze. Nein, ich lasse das erstmal durchspielen. Aber Nora ist mir eine liebe Freundin. Die ist mir ja eine liebe Freundin. Miau! Jetzt müssen wir sie befragen. Was hat dieses Miauen zu bedeuten? Nein, Quatsch. Ist etwas nicht in Ordnung, Großinquisitorin Glor? Ich finde das ein unmögliches Wort. Das ist, ja. Gloria ist echt ein unmögliches Wort. Und Ordnung erst. Es ist nichts. Wegen der Katze musste ich nur an den kleinen Hund denken, der Flamberg immer folgt. Flamberg ist in Wahrheit die große Hexe Arcana. Nein, fass vor! Dieses kleine Fellknäuel ist ebenfalls richtig süß. Ich wette, Flamberg knuddelt ihn, sobald niemand zusieht. Als ihr den Glockenturm hinaufgingt, war eure Katze bei euch, nicht wahr? Ja, sie folgte mir auf leisen Pfoten. Sophie sieht glücklich aus, wenn sie von dieser Katze spricht. Ja, und nu? Ich würde sagen, bei dem Miau mal einfach Sophie angreifen. Wie wäre das? Na. Können wir machen. Mein Telefon. Moment kurz. Moment mal. Moment mal. Also die Katze überall hin. Ja. Ich weiß nicht mehr seit wann. Nora ist mir eine liebe Freundin. Miau. Sekunde. Sophie. Und die schwarze Katze ist gerade da, weil sie ist jetzt traurig. Hallo? Sophie? Oh, ja bitte? Wie kann ich helfen? Die Aussage, die wir gerade gehört haben, gibt es da etwas, was ihr loswerden möchtet? Es tut mir leid, Herr Wright. Es tut mir leid, Herr Wright. Du bist noch nicht zu hören, Mark! Scheiße, hast recht. Jetzt. Ja.
Ja. Nein! Wenn es was Schlimmes ist, dann sag es nicht. Und mach einfach mit mir weiter die nächsten 4 Stunden. Ich finde das nur krass, dass es immer dann ist, wenn wir aufnehmen. Sonst ist ich wirklich, ich schwöre, es ruft mich nie jemand an, außer wenn wir aufnehmen. Ja, das ist ein Running Gag, den habe ich extra in das Let's Play eingebaut. Ja, du rufst das selber immer an. Ja, genau. Das ist so ein Wortgenerator, wo du einfach nur auf Sätze klickst und die werden dann abgespielt. Genau. Ja, so wie, Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter, Mann! Ja. Es tut mir leid, Herr Wright. Ich bin mir über nichts mehr im Klaren. Etwas unterdrückt Ihre Erinnerungen. Mir doch die scheiß Katze weg. Vielleicht ist das nicht unbedingt in Ihrem Sinn zu versuchen, sie gewaltsam auf und alle auf einmal zurückzubringen. Erinner dich! Ich habe keine Wahl, als Layton zu vertrauen und weiterzumachen. Wolan, weiter im Text. Ich mag aber nicht. Das ist der Wolan. Das ist der Wolan. Zeugin, fahrt bitte mit eurer Aussage fort und lasst mich in Frieden damit. Aber was sollen wir denn sonst noch tun? Ich meine... Oder soll ich nochmal Nora? Moment mal. Nora, folgt euch überall hin. Ja. Fragen wir jetzt einfach mal Nora. Dürfte ich Ihnen eine Frage stellen, Frau Nora? Nö. Oh, das ist das Gleiche wieder. Okay. Aber was soll man denn da dann machen? Hä? Oh! Um sie anzulocken, nenne ich sie manchmal mein kleines Nora-Schätzlein! Dann flüchtet sie immer, ich weiß gar nicht wieso. Versucht es doch auch mal. Wirklich? Ja. So kann ich doch keine Katze nennen. Mein kleines Maya-Schätzlein. Ich meine, mein kleines Nora-Schätzlein. Habt ihr dieser Aussage etwas hinzuzufügen? Das ist selbst für mir zu peinlich. Ah, welch willkommene Stille aus der Ecke des Verteidigers. Zeuge, fahrt mit eurer Aussage fort. Sicherlich. Ja, und jetzt? Darf soll ich das nicht doch? Nennst du kleines Nora-Schätzlein oder wie? Ja, ich will sie aber kleines Nora-Schätzlein nennen und warum soll ich das nicht machen? Greif doch mal an. Nochmal? Vielleicht macht das ja jetzt, wo er jetzt... Also, die Katze Nora folgt euch immer und überall hin. Jetzt nochmal die Katze, oder? Nee, da kommt bestimmt wieder das Gleiche. Ey, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, was die von einem wollen. Mach nochmal. Was, nochmal? Hier die Katze, hier? Nochmal die Katze. Einmal würde ich noch versuchen und wenn das nicht hilft, dann einen Tipp. Ja. Dürfte ich Ihnen eine Frage stellen? Nein. Er lernt halt auch nicht dazu. Ja, er ist doof. Hä, ich dachte, Nora ist Sophies Freundin, bla bla bla. Ach, Nora hört nicht immer auf mich, jemanden, ja. Nora Schätzlein, ja, aber das ist wichtig, aber wir kriegen das nirgendwo hinzu. Das ist irgendwie komisch. Also ich denke, das ist wichtig. Das könnte wichtig sein. Das ist vielleicht... Vielleicht später noch. Also wir müssen irgendwas mit dieser neuen Aussage machen. Was könnten wir präsentieren? Also wir gucken uns jetzt mal wirklich alles zu allem an, damit wir alles im Überblick haben. Zusammenfassung, Name Sophie der Narrateur, Arcana ist Arcana und tötete den Schöpfer mittels Magie. Die mehlbedeckte Robe wurde gefunden. Mehl klebt auf den vom Regen durchnässten Stellen. Man kann es nicht weiter angucken. Die Apparatur, hier kann man Details sehen. Was mir jetzt gerade so kommt. Ja. Jetzt ist es vorbei. Nein. Oh. Es hieß doch, sie kann nicht einfach den Glockenturm betreten haben, weil Wachen. Und dann hat Gloria gesagt, ja, aber sie kann sich ja unsichtbar machen. Ja. So. Und sie kann das ohne Zauberstab. Kann sie das auch mit der Katze? Vielleicht wollen die darauf hinaus. Weil wenn die Katze mit ist, müsste doch zumindest die jemandem aufgefallen sein. Ich will noch einen Tipp.
Ja, nimm noch mit. Ich sag dir, wir machen das so durch. Präsentieren, aber was? Dann guck nochmal. Okay, die Robe, die Skizze, was macht die Skizze hier? Tatort, da. Eingang, da. Ich glaube, das sagt uns nicht viel. Glockenstube. Glockenschettube. Und dann noch die Skizze der Abdrücke. Sind keine Katzenabdrücke da? Eben, die Katze hätte ja auch nasse Pfoten haben müssen. Ah. Ja, und dann kommt Gloria und sagt, sie hat die Katze getragen. Ja, oder wahrscheinlich. Oder auf der Schulter gehabt oder so. Mm. Aber ich denke, aber sie folgte ihr. Sie hat gesagt, sie folgte ihr. Nicht sie, dass sie getragen wurde. Richtig.